Kapitel 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder, und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hanna gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum issest du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für ein zuchtloses Weib halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am andern Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hanna ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn, so sprach sie, ich hab ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann Elkana sprach zu ihr: So tu, wie dir's gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen 3-jährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt,
die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Kapitel 2. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner, und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand, und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir's jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn, und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen zurück an ihren Ort. Und der Herr suchte Hanna heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Aber der Knabe Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten.
Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Ich habe mich offenbart dem Hause deines Vaters, als die Kinder Israel noch in Ägypten dem Hause des Pharao gehörten, und hab's mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum, um auf meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen und den Priesterschurz vor mir zu tragen, und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immerdar vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr: Das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause, und dass du deinen Widersacher im Heiligtum sehen wirst bei allem Guten, das Israel geschehen wird, und es wird niemand alt werden in deines Vaters Hause immerdar. Doch nicht einen jeden will ich dir von meinem Altar ausrotten, dass nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hophni und Phinhas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immerdar einhergehe. Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und vor jenem niederfallen um ein Silberstück oder eine Scheibe Brot und wird sagen: Lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Kapitel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, so daß er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm: Geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden.
denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immerdar. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach: »Samuel, mein Sohn!« Er antwortete: »Siehe, hier bin ich.« Er sprach: »Was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat.« Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach: »Es ist der Herr. Er tue, was ihm wohlgefällt.« Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Kapitel 4. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek und stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus, und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: »Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo, und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde.« Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundesgottes, Hophni und Phinhas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, so daß die Erde erdröhnte. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie: »Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer?« Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sprachen: »Gott ist ins Lager gekommen«, und riefen: »Wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns, wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft!« Da zogen die Philister in den Kampf, und Israel wurde geschlagen, und ein jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinhas, kamen um. Da lief einer von Benjamin aus dem Heerlager und kam am selben Tage nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt gestreut. Und siehe, als er hinkam, saß Eli auf seinem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann in die Stadt kam, tat er's kund, und die ganze Stadt schrie auf. Und als Eli das laute Schreien hörte, fragte er: »Was ist das für ein großer Lärm?« Da kam der Mann eilends und sagte es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt, und seine Augen waren so schwach, dass er nicht mehr sehen konnte. Der Mann aber sprach zu Eli:
Ich komme vom Heerlager und bin heute aus der Schlacht geflohen. Er aber sprach: Wie ist's gegangen, mein Sohn? Da antwortete der Bote: Israel ist geflohen vor den Philistern, und das Volk ist hart geschlagen, und deine beiden Söhne Hophni und Phinhas sind tot, und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber von der Lade Gottes sprach, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Seine Schwiegertochter aber, des Phinhas Frau, war schwanger und sollte bald gebären. Als sie davon hörte, daß die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die um sie standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm's auch nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ichabod, das ist: Die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sprach sie: Die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Kapitel 5. Die Philister aber hatten die Lade Gottes weggenommen und brachten sie von Eben-Ezer nach Asdod. Dann nahmen sie die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Und als die Leute von Asdod am andern Morgen sich früh aufmachten und in das Haus Dagons kamen, sahen sie Dagon auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Aber als sie am andern Morgen sich wieder früh aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, so daß der Rumpf allein dalag. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod bis auf diesen Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Asdod, und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen Beulen, Asdod und sein Gebiet. Als aber die Leute von Asdod sahen, daß es so zuging, sprachen sie: Lass die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und unserm Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie: Lass die Lade des Gottes Israels nach Gat tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dorthin. Als sie aber die Lade dahingetragen hatten, entstand in der Stadt ein sehr großer Schrecken durch die Hand des Herrn. Denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, so daß an ihnen Beulen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Leute von Ekron: Sie haben die Lade des Gottes Israels hergetragen zu mir, damit sie mich töte und mein Volk. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels zurück an ihren Ort, damit sie mich und mein Volk nicht töte. Denn es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt. Die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden geschlagen mit Beulen, und das Geschrei der Stadt stieg auf gen Himmel. Kapitel 6. So war die Lade des Herrn 7 Monate im Lande der Philister. Und die Philister beriefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Sie sprachen: Wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, so sendet sie nicht ohne eine Gabe, sondern gebt ihm eine Sühnegabe.
so werdet ihr gesund werden, und es wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Sie aber sprachen, was ist die Sühnegabe, die wir ihm geben sollen? Sie antworteten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse nach der Zahl der 5 Fürsten der Philister, denn es ist ein und dieselbe Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. So macht nun Abbilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist's nicht so? Als der Herr seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie ziehen, so daß sie gehen konnten. So lasst nun einen neuen Wagen machen und nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist. Spannt sie an den Wagen und lasst ihre Kälber daheim bleiben. Aber die Lade des Herrn nehmt und stellt sie auf den Wagen, und die Dinge aus Gold, die ihr ihm zur Sühnegabe gebt, tut in ein Kästlein daneben. So sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie den Weg hinauf in ihr Land auf Beth Shemesh zu, so hat er uns dies große Übel angetan. Wenn nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern es uns zufällig widerfahren ist. So taten die Leute und nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradewegs auf Beth Shemesh zu, immer auf derselben Straße, und brüllten immerfort und wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis zum Gebiet von Beth Shemesh. Die Leute von Beth Shemesh aber schnitten eben den Weizen im Grund, und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas von Beth Shemesh und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab, samt dem Kästlein, das daneben stand und worin die Dinge aus Gold waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Beth Shemesh opferten dem Herrn am selben Tage Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die 5 Fürsten der Philister das gesehen hatten, zogen sie am selben Tage wieder nach Ekron. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe erstatteten. Für Astod eine, für Gaza eine, für Askalon eine, für Gad eine und für Ekron eine. Und goldene Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den 5 Fürsten, der festen Städte und der Dörfer. Und Zeuge ist der große Stein, auf den sie die Lade des Herrn gestellt hatten. Er liegt bis auf diesen Tag auf dem Acker Josuas von Beth Shemesh. Aber die Söhne Jechonjas freuten sich nicht mit den Leuten von Beth Shemesh, dass sie die Lade des Herrn sahen. Und der Herr schlug unter ihnen 70 Mann. Da trug das Volk Leid, daß er das Volk so hart geschlagen hatte. Und die Leute von Beth Shemesh sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns wegziehen? Und sie sandten Boten zu den Bürgern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab und holt sie zu euch hinauf. Kapitel 7. Da kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn herauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel, und seinen Sohn Eleasar weihten sie, daß er über die Lade des Herrn wache. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb,
verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Kinder Israel von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Kinder Israel zu Mizpah. Als aber die Philister hörten, daß die Kinder Israel zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Kinder Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, daß er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und erschreckte sie, daß sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Ka. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen und nannte ihn Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gad, samt ihrem Gebiet. Die errettete Israel aus der Hand der Philister. Und Israel hatte Frieden mit den Amoritern. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus, und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Kapitel 8. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel, und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das mißfiel Samuel, daß sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, daß ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führten, bis auf diesen Tag, daß sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme. Doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach:
Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen, und zu Hauptleuten über 1000 und über 50, und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln, und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen, und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, »Nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe.« Und als Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, »Gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König.« Und Samuel sprach zu den Männern Israels, »Geht hin, ein jeder in seine Stadt.« Kapitel 9. Es war ein Mann von Benjamin mit Namen Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afias, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann, und es war niemand unter den Kindern Israel so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Es hatte aber Kis, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren. Und er sprach zu seinem Sohn Saul, »Nimm einen der Knechte mit dir, mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen.« Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von Schalisha und fanden sie nicht. Sie gingen durch das Gebiet von Schaalim und sie waren nicht da. Sie gingen durchs Gebiet von Benjamin und fanden sie nicht. Als sie aber ins Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war, »Komm, lass uns wieder heimgehen. Mein Vater könnte sich sonst statt um die Eselinnen um uns sorgen.« Der aber sprach, »Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Nun lass uns dahin gehen, vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen sollen.« Saul aber sprach zu seinem Knecht, »Wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt, und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir sonst?« Der Knecht antwortete Saul abermals und sprach, »Siehe, ich hab einen Viertel Silbertaler bei mir, den wollen wir dem Mann Gottes geben, dass er uns unseren Weg sage.« Saul sprach zu seinem Knecht, »Du hast recht geredet, komm, lass uns gehen.« Und als sie hingingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war, und den Aufgang zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die hinausgingen, um Wasser zu schöpfen. Zu ihnen sprachen sie, »Ist der Seher hier?« Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, »Kommt, lasst uns zu dem Seher gehen.« Denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vor Zeiten Seher. Sie antworteten ihnen, »Ja, er war gerade vor dir da, eile, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest hat auf der Höhe. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er kommt. Er segnet erst das Opfer, danach essen die, die geladen sind. Darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn treffen.«
Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan einen Tag, bevor Saul kam, und gesagt: Morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philister Hand. Denn ich habe das Elend meines Volks angesehen, und sein Schreien ist vor mich gekommen. Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund: Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul auf Samuel zu im Tor und sprach: Sage mir, wo ist hier das Haus des Sehers? Samuel antwortete Saul: Ich bin der Seher. Geh vor mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben, und auf alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir Antwort geben. Und um die Eselinnen, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Hause deines Vaters? Saul antwortete: Bin ich nicht ein Benjaminiter aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Samuel aber nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gab, und dabei befahl, du solltest es bei dir zurückbehalten. Da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz, und er legte sie Saul vor und sprach: Siehe, hier ist das Übriggebliebene, leg es vor dich hin und iss. Denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden für diese Stunde. So aß Saul an jenem Tage mit Samuel. Und als sie hinabgegangen waren von der Höhe der Stadt, machten sie Saul ein Lager auf dem Dach, und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul: Steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie hinabkamen an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Knecht, dass er uns vorangehe. Und er ging voran. Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Kapitel 10. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küßte ihn und sprach: Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du 2 Männer finden bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach. Die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich 3 Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt 3 Böcklein, der andere 3 Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir 2 Brote geben, die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir.
Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal. Siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen, und der Geist Gottes geriet über ihn, daß er mit ihnen in Verzückung geriet. Als sie sahen, daß er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander: Was ist mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort sprach: Wer ist denn schon ihr Vater? Daher ist das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den Propheten? Und als seine Verzückung aufgehört hatte, kam er nach Gibea. Es sprach aber Sauls Oheim zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr hingegangen? Er antwortete: Die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach der Oheim Sauls: Sage mir, was sagte euch Samuel? Saul antwortete seinem Oheim: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpah und sprach zu den Kindern Israel: So sagt der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat, und habt gesprochen: Nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das Los auf den Stamm Benjamin. Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann, fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn: Ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König! Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus. Auch Saul ging heim nach Gibea, und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Aber einige ruchlose Leute sprachen: Was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er's nicht. Kapitel 11. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch: Gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea Sauls und sagten diese Worte vor den Ohren des Volks. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte:
Was ist mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen: Wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so daß sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren: So sagt den Männern von Jabesch in Gilead: Morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am andern Morgen teilte Saul das Volk in drei Heerhaufen, und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, so daß von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tage niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal, und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Kapitel 12. Da sprach Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier stehe ich. Nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will's euch zurückgeben. Sie sprachen: Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen: Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeuge sollen sie sein. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist's, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, um eure Väter aus Ägypten zu führen und sie in diesem Land wohnen zu lassen. Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, verkaufte er sie in die Hand Siseras, des Feldhauptmanns von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Die kämpften gegen sie. Und sie schrien zum Herrn und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und den Astarten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubbaal, Barak, Jephthat und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber saht, daß Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nun,
Da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Möchtet ihr doch den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein? Und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen? Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr und sprach zu Samuel: Bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dienet dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Nur fürchtet den Herrn und dienet ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Kapitel 13 Saul war Jahre alt, als er König wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel, 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, einen jeden in sein Zelt. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war, und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land, und ganz Israel hörte: Saul hat die Wache der Philister erschlagen, und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern, und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Beth-Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er: Bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal,
und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her dem Kriegsvolk entgegen von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihnen war, blieben in Gibea in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Da zogen aus dem Lager der Philister drei Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich in Richtung auf Ophra ins Gebiet von Schual. Der andere wandte sich in Richtung auf Bethhoron. Der dritte wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zebuim der Wüste zugelegen ist. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittellot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volks, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Kapitel 14. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, »Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist.« Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabots, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug den Priesterschurz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte zu der Wache der Philister, zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, »Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.« Da antwortete ihm sein Waffenträger, »Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will.« Jonathan sprach, »Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein.« Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, »Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten.« Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, »Kommt herauf zu uns! So wollen wir es euch schon lehren.«
Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, »Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben.« Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan, und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde, und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken, und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, »Zählt und seht, wer von uns weggegangen ist.« Und als sie zählten, siehe, da waren Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia, »Bringe den Ephod herbei«, denn er trug den Ephod zu jener Zeit vor Israel. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und Saul sprach zum Priester, »Lass es sein«. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging eines jeden Schwert gegen den andern, und es war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr Israel an diesem Tage. Und der Kampf breitete sich aus bis Bet-Aven. Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tage, belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor, »Verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche.« Da aß das ganze Volk nichts. Es waren aber Honigwaben auf dem Felde, und als das Volk hinkam zu den Waben, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte, und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte die Spitze in den Honigseim und führte seine Hand zum Munde. Da strahlten seine Augen. Da hob einer aus dem Volk an und sprach, »Dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und geschworen, verflucht sei jeder Mann, der heute etwas isst. So ist das Volk nun matt geworden.« Da sprach Jonathan, »Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Fürwahr, hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat. Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden?« Sie schlugen aber die Philister an jenem Tage von Michmas bis nach Ajalon, und das Volk wurde sehr matt. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie, dass das Blut auf die Erde floss, und aßen das Fleisch über dem Blut. Da sagte man Saul, »Siehe, das Volk versündigt sich am Herrn, denn es ist das Fleisch über dem Blut.« Er sprach, »Ihr habt gefrevelt, wälzt her zu mir einen großen Stein.« Und Saul sprach weiter, »Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass ein jeder seinen Stier und sein Schaf zu mir bringen soll, und schlachtet hier und esset, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt mit dem Essen über dem Blut.« Da brachte alles Volk, ein jeder, was er hatte, noch in der Nacht herzu, und sie schlachteten es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute.
Und Saul sprach: Lasst uns noch in der Nacht hinabziehen den Philistern nach und sie berauben, bis es lichter Morgen wird, und lasst niemand von ihnen übrig. Sie antworteten: Tu alles, was dir gefällt. Aber der Priester sprach: So lasst uns erst hierher vor Gott treten. Und Saul befragte Gott: Soll ich hinabziehen den Philistern nach? Willst du sie in Israels Hände geben? Aber er antwortete ihm an diesem Tage nicht. Da sprach Saul: Lasst herzutreten alle Obersten des Volks und forschet und sehet, an wem heute die Schuld liegt. Denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er sterben. Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Und er sprach zu ganz Israel: Tretet ihr auf die eine Seite, ich und mein Sohn Jonathan wollen auf die andere Seite treten. Das Volk sprach zu Saul: Tu, was dir gefällt. Und Saul sprach zum Herrn: Gott Israels, warum hast du deinem Knecht heute nicht geantwortet? Liegt die Schuld bei mir oder bei meinem Sohn Jonathan? Herr, Gott Israels, so gib das Los Licht. Liegt die Schuld aber an deinem Volk Israel, so gib das Los Recht. Da fiel das Los auf Jonathan und Saul, aber das Volk ging frei aus. Saul sprach: Werf das Los über mich und meinem Sohn Jonathan. Da fiel das Los auf Jonathan. Und Saul sprach zu Jonathan: Sage mir, was hast du getan? Jonathan sagte es ihm und sprach: Ich habe ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Siehe, ich bin bereit zu sterben. Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst des Todes sterben. Aber das Volk sprach zu Saul: Sollte Jonathan sterben, der dies große Heil in Israel vollbracht hat, das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen. Und so löste das Volk Jonathan aus, so daß er nicht sterben mußte. Aber Saul ließ von den Philistern ab und zog hinauf, und die Philister zogen in ihr Land. Als Saul die Königsherrschaft über Israel erlangt hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher, gegen die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, gegen die Könige Zobas und gegen die Philister. Und wo er sich hinwandte, da gewann er den Sieg. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug die Amalekiter und errettete Israel aus der Hand aller, die es ausplünderten. Sauls Söhne waren Jonathan, Jishvi, Malkishua. Und seine zwei Töchter hießen die erstgeborene Merab und die jüngere Michal. Und Sauls Frau hieß Ahinoam und war eine Tochter des Ahimaats. Und sein Feldhauptmann hieß Abner, ein Sohn Ners, der Sauls Oheim war. Kis, Sauls Vater, und Ner, Abners Vater, waren Söhne Abiels. Es war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. Und wo Saul einen tapferen und rüstigen Mann sah, den nahm er in seinen Dienst. Kapitel 15. Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf
und er musterte sie zu Telaim, 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, »Geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe. Denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Kindern Israel, als sie aus Ägypten zogen.« Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. Da schlug Saul die Amalekiter von Hevila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwerts. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: »Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe des Herrn Wort erfüllt.« Samuel antwortete: »Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre?« Saul sprach: »Von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem andern haben wir den Bann vollstreckt.« Samuel aber antwortete Saul: »Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat.« Er sprach: »Sag an.« Samuel sprach: »Ist's nicht so? Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel?« Saul antwortete Samuel: »Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal.« Samuel aber sprach: »Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist.« Da sprach Saul zu Samuel: »Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete.« Samuel sprach zu Saul: »Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist.« Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm:
Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem andern gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht. Denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Und Agag ging hin zu ihm zitternd und sprach, fürwahr, bitter ist der Tod. Samuel aber sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging hin nach Rama. Saul aber zog hinauf in sein Haus zu Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt,
und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemitas, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Kapitel 17. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Sucho in Juda und lagerten sich zwischen Sucho und Aseka bei Ephes-Damim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, so daß das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gath, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz, und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte: Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephratitas aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen, und sie hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite, und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste. Die 3 ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Aber der Philister kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann, und sieh nach deinen Brüdern, ob's ihnen gut geht, und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israel sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei.
Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob's ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gath, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem andern und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung, und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde,
damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kampfgeschrei und jagten den Philistern nach bis nach Gad und bis an die Tore Ekrons. Und die Philister blieben erschlagen liegen auf dem Wege von Schaarajim bis nach Gad und Ekron. Und die Kinder Israel kehrten um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager. David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als Saul aber David dem Philister entgegengehen sah, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann, »Wessen Sohn ist der Junge?« Abner sprach, »Bei deinem Leben, König, ich weiß es nicht.« Der König sprach, »So frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist.« Als nun David zurückkam vom Sieg über den Philister, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, »Wessen Sohn bist du, mein Junge?« David sprach, »Ich bin ein Sohn deines Knechts Isai, des Bethlehemitas.« Kapitel 18. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihm David dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, unter Jauchzen, mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, »Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000.« Da ergrimmte Saul sehr, und das Wort mißfiel ihm, und er sprach, »Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1000, ihm wird noch das Königtum zufallen.« Und Saul sah David scheel an, von dem Tage an und hinfort. Am andern Tage kam der böse Geist von Gott über Saul, und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, »Ich will David an die Wand spießen.« David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sprach zu David, »Siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben,
sei nur ein tapferer Mann und führe des Herrn Kriege. Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. David aber antwortete Saul, wer bin ich, und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Als aber die Zeit kam, daß Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie dem Adriel von Mehola zur Frau gegeben. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte David lieb. Als das Saul angesagt wurde, war es ihm recht. Und Saul sagte sich, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, heute in 2 Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Großen, redet mit David heimlich und sprecht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Großen lieben dich. So werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Großen Sauls sagten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, dünkt euch das ein geringes, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein armer, geringer Mann. Und die Großen Sauls sagten es ihm weiter und sprachen, diese Worte hat David gesagt. Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keinen andern Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Aber Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der Philister. Da sagten seine Großen David diese Worte, und es dünkte David gut, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und die Zeit ward noch nicht um, da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und erschlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. Als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Und so oft die Fürsten der Philister in den Kampf zogen, richtete David mehr gegen sie aus als alle großen Sauls, wenn sie auszogen, so daß sein Name hoch gepriesen wurde. Kapitel 19. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, daß er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb und sagte es ihm weiter und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun, so hüte dich morgen früh und verstecke dich und bleibe verborgen. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater sprechen. Und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm, es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt, und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen, und der Herr hat großes Heil für ganz Israel vollbracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan David und sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn zu Saul, und David diente ihm wie früher. Es erhob sich aber wieder ein Kampf, und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und schlug sie so hart, dass sie vor ihm flohen. Aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul, und Saul saß in seinem Hause und hatte seinen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Und Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus vor Saul, und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann. In jener Nacht aber sandte Saul Boten zu Davids Haus, ihn zu bewachen, um ihn am Morgen zu töten. Doch Michal, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach,
Wirst du nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Da ließ ihn Michael durchs Fenster hinab, daß er floh und entrinnen konnte. Dann nahm Michael das Götzenbild und legte es aufs Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten und deckte ein Kleid darauf. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach: Er ist krank. Saul sandte abermals Boten nach David zu sehen und sprach: Bringt ihn her zu mir samt dem Bett, daß er getötet werde. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag das Götzenbild im Bett und das Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten. Da sprach Saul zu Michal: Warum hast du mich betrogen und meinen Feind entrinnen lassen? Michal antwortete Saul: Er sagte zu mir: Lass mich gehen, oder ich töte dich. David aber floh und konnte entrinnen und kam zu Samuel nach Rama und sagte ihm alles, was ihm Saul angetan hatte. Und er ging mit Samuel, und sie blieben zu Najot. Und es wurde Saul angesagt: Siehe, David ist zu Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Und sie sahen die Schar der Propheten in Verzückung und Samuel an ihrer Spitze. Da kam der Geist Gottes auf die Boten Sauls, so daß auch sie in Verzückung gerieten. Als das Saul angesagt wurde, sandte er andere Boten, die gerieten auch in Verzückung. Da sandte er die dritten Boten, die gerieten auch in Verzückung. Da ging er selbst nach Rama, und als er zum großen Brunnen kam, der in Sechu ist, fragte er: Wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt: Siehe, zu Najot in Rama. Und er machte sich von dort auf nach Najot in Rama. Und der Geist Gottes kam auch über ihn, und er ging einher in Verzückung, bis er nach Najot in Rama kam. Da zog auch er seine Kleider aus und war in Verzückung vor Samuel und fiel hin und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man: Ist Saul auch unter den Propheten? Kapitel 20. David aber floh von Najot in Rama und kam und redete vor Jonathan: Was hab ich getan? Was ist meine Schuld? Was hab ich gesündigt vor deinem Vater, daß er mir nach dem Leben trachtet? Er aber sprach zu ihm: Das sei ferne, du sollst nicht sterben, siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne es mir kundzutun. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nicht so. Da antwortete David und schwor: Dein Vater weiß sehr wohl, daß ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen, es könnte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. Jonathan sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich mit dem König zu Tisch sitzen. Aber lass mich, daß ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, daß er nach Bethlehem, seiner Stadt, gehen dürfe, denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. Wird er sagen: Es ist recht, so steht es gut um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, daß Böses bei ihm beschlossen ist. So tu nun Barmherzigkeit an deinem Knecht, denn du hast mit deinem Knecht einen Bund im Herrn geschlossen. Liegt aber eine Schuld auf mir, so töte du mich. Warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan sprach: Das sei ferne von dir, daß ich es dir nicht sagen sollte, wenn ich merke, daß bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen. David aber sprach zu Jonathan: Wer wird mir's sagen, wenn dir dein Vater etwas Hartes antwortet? Jonathan sprach zu David: Komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David: Bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich meinen Vater ausforsche morgen und am dritten Tage, daß es gut steht mit David, und wenn ich dann nicht hinsende zu dir und es dir nicht kundtue, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich sinnt, so will ich es dir auch kundtun und dich ziehen lassen, daß du mit Frieden weggehen kannst.
Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Du aber wollest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe, und wenn ich sterbe, so nimm die Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann, aus dem Lande, so möge der Name Jonathans nicht ausgelöscht werden neben dem Hause Davids. Vielmehr möge der Herr Rache nehmen nur an den Feinden Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tage wirst du erst recht vermisst werden. Du aber komm an den Ort, wo du dich verborgen hattest am Tage jener Tat, und setze dich dort neben den Steinhaufen. So will ich nach seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich nach einem Ziele schösse. Und ich will den Knaben hinschicken: Geh, suche die Pfeile. Werde ich zum Knaben sagen: Siehe, die Pfeile liegen herwärts von dir, hole sie, so komm. Denn es steht gut um dich und hat keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Sage ich aber zum Knaben: Siehe, die Pfeile liegen hinwärts von dir, so geh hin, denn der Herr befiehlt dir, fortzugehen. Für das Wort aber, das du und ich miteinander geredet haben, siehe, dafür steht der Herr zwischen mir und dir ewiglich. David verbarg sich auf dem Felde. Und als der Neumond kam, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König saß an seinem Platz, wie er gewohnt war, an der Wand, und Jonathan saß gegenüber. Abner aber setzte sich an die Seite Sauls. Davids Platz aber war leer. Und Saul sagte an diesem Tage nichts, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren, so daß er nicht rein ist. Am andern Tage aber nach dem Neumond, als Davids Platz leer blieb, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? Jonathan antwortete Saul: Er bat mich sehr, daß er nach Bethlehem gehen dürfe, und sprach: Lass mich hingehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt, und mein Bruder hat mir's selbst geboten. Hab ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich hingehen und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht zum Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan, und er sprach zu ihm: Du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da zückte Saul den Spieß nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, daß es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten, und stand vom Tisch auf in grimmigem Zorn und aß am zweiten Tage nach dem Neumond nichts, denn er war bekümmert um David und daß ihm sein Vater solchen Schimpf antat. Am Morgen ging Jonathan hinaus aufs Feld, wohin er David bestellt hatte, und ein Knabe mit ihm. Und er sprach zu dem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße. Und als der Knabe lief, schoss er einen Pfeil über ihn hin. Und als der Knabe an den Ort kam, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Der Pfeil liegt hinwärts von dir. Und Jonathan rief abermals dem Knaben nach: Rasch, eile und halte dich nicht auf. Da las der Knabe Jonathans den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Knabe aber merkte nichts. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan seine Waffen dem Knaben, den er bei sich hatte, und sprach zu ihm: Geh und trage sie in die Stadt. Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin mit Frieden,
Für das, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn, dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Kapitel 21. Und David machte sich auf und ging seines Weges. Jonathan aber ging in die Stadt. Und als David nach Nob kam zum Priester Ahimelech, entsetzte sich Ahimelech, als er David entgegenging und sprach zu ihm, »Warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir?« David sprach zu dem Priester Ahimelech, »Der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, »Niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Hast du nun etwas bei der Hand, etwa 5 Brote oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in meine Hand.« Der Priester antwortete David, »Ich habe kein gewöhnliches Brot bei der Hand, sondern nur heiliges Brot. Nur müssen die Leute sich der Frauen enthalten haben.« David antwortete dem Priester, »Sicher, Frauen waren uns schon etliche Tage verwehrt. Als ich auszog, war der Leib der Leute nicht unrein, obgleich es nur um ein gewöhnliches Vorhaben ging. Um wie viel mehr werden sie heute am Leibe rein sein?« Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war als die Schaubrote, die man vor dem Herrn nur hinwegnimmt, um frisches Brot aufzulegen an dem Tage, an dem man das andere wegnimmt. Es war aber am selben Tage ein Mann von den großen Sauls dort eingeschlossen, vor dem Herrn, mit Namen Doeg, ein Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war. Und David sprach zu Ahimelech, »Ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war eilig.« Der Priester sprach, »Das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichgrund erschlagen hast, das ist hier, in einen Mantel gewickelt, hinter dem Ephod. Willst du das, so nimm es, denn es ist kein anderes hier als dies.« David sprach, »Seinesgleichen gibt es nicht, gib mir's.« Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gath. Aber die Großen des Achis sprachen zu ihm, »Ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000?« Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Großen, »Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Hab ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen?« Kapitel 22. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adulam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab, »Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird.« Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David, »Bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda.« Da ging David weg und kam nach Jaaheret. Und es kam vor Saul, dass David und die Männer, die bei ihm waren, von sich reden machten. Und Saul saß zu Gibea unter dem Tamariskenbaum auf der Höhe, den Spieß in der Hand, und alle seine Großen standen um ihn. Da sprach Saul zu seinen Großen, die um ihn standen, »Hört, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über 1000 und über 100 machen, dass ihr euch alle verschworen habt gegen mich
und dass niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbunden hat? Ist niemand unter euch, der sich um mich gegrämt und der es mir zu Ohren gebracht hätte, dass mein Sohn meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, dass er mir nachstellt, wie es jetzt am Tage ist? Da antwortete Doeg, der Edomiter, der unter den großen Sauls stand, und sprach: Ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Wegzehrung und das Schwert des Philisters Goliath. Da sandte der König hin und ließ rufen den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die zu Nob waren. Und sie kamen alle zum König, und Saul sprach: Höre, du Sohn Ahitubs! Er sprach: Hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr euch verschworen gegen mich, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er sich gegen mich empöre und mir nachstelle, wie es jetzt am Tage ist? Ahimelech antwortete dem König und sprach: Wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, dazu des Königs Schwiegersohn und der Oberste deiner Leibwache und geehrt in deinem Hause? Hab ich denn heute erst angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, noch meines Vaters ganzem Hause. Denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sprach: Ahimelech, du musst des Todes sterben, du und deines Vaters ganzes Haus. Und der König sprach zu seiner Leibwache, die um ihn stand: Tretet heran und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist mit David, und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie mir's nicht zu Ohren gebracht. Aber die Männer des Königs wollten ihre Hände nicht an die Priester des Herrn legen, sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du heran und erschlage die Priester. Doeg, der Edomiter, trat heran und erschlug die Priester, daß an diesem Tage starben 85 Männer, die den leinenen Priesterschurz trugen. Auch Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwerts, Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Esel und Schafe, mit der Schärfe des Schwerts. Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, der hieß Abjatar, und floh zu David und verkündete ihm, daß Saul die Priester des Herrn getötet habe. David aber sprach zu Abjatar: Ich wußte es schon an dem Tage, als der Edomiter Doeg dort war, daß er Saul verraten werde. Ich bin schuldig am Leben aller aus deines Vaters Haus. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Denn der, der mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben. Du bist bei mir in Sicherheit. Kapitel 23. Und es wurde David angesagt: Siehe, die Philister kämpfen gegen Kegila und berauben die Tennen. Da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David: Zieh hin! Du wirst die Philister schlagen und Kegila erretten. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Kegila gegen das Heer der Philister? Da befragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm: Auf, zieh hin nach Kegila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. So zog David mit seinen Männern nach Kegila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Kegila. Als aber Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David geflohen war, zog er mit herab nach Kegila und brachte den Ephod mit. Da wurde Saul angesagt, daß David nach Kegila gekommen sei, und Saul dachte: Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er ist eingeschlossen, nun er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Kegila, damit sie David und seine Männer belagerten.
Als aber David merkte, dass Saul Böses gegen ihn im Sinne hatte, sprach er zu dem Priester Abiathar: Bringe den Ephod her. Und David sprach: Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kegila zu ziehen, um die Stadt zu verderben um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Kegila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach: Er wird herabkommen. David fragte weiter: Werden die Bürger von Kegila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Der Herr sprach: Ja. Da machte sich David auf samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen fort von Kegila und streiften da und dort umher. Als nun Saul angesagt wurde, dass David aus Kegila entronnen war, stand er ab von seinem Zuge. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und zwar blieb er im Gebirge, in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Sauls, meines Vaters, Hand wird dich nicht erreichen, und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Aber die Siphiter zogen zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen: David hält sich bei uns verborgen auf den Bergfesten in Horesha, in Gibea Hachila, das südlich liegt von Jeschimon. Ist's nun, König, deines Herzens Verlangen, hinabzukommen? So komm, wir wollen ihn in des Königs Hände übergeben. Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. So geht nun und gebt weiter Acht, dass ihr wisst und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Beobachtet und erkundet jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht, und kommt wieder zu mir, wenn ihr's gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. Ist er im Lande, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Da machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Sif. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Als nun Saul hinzog, mit seinen Männern David zu suchen, wurde es David angesagt. Und er ging zu dem Felsen hinab, der in der Wüste Maon ist. Als das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. David aber eilte, Saul zu entgehen, während Saul samt seinen Männern David und seine Männer umstellte, um sie zu fangen. Und es kam ein Bote zu Saul und sprach: Komm eilends, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen, und zog hin den Philistern entgegen. Daher nennt man den Ort Sela Machlekot. Kapitel 24. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, damit du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf
und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, daß er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, daß ich das tun sollte und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen: David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort: Von Bösen kommt Böses. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht verschaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Kapitel 25. Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel, und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht, der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 seiner Leute aus und sprach zu ihnen: Geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht zu meinem Bruder: Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen, wir haben ihnen nichts zuleide getan. Und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frage deine Leute danach, die werden's dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag gekommen.
Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knechten Davids: Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? Da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Da sprach David zu seinen Männern: Gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um, und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach: Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen, er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nichts zuleide getan, und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind wie Mauern um uns gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer Nähe gehütet haben. So bedenke nun und sieh zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel und sprach zu ihren Leuten: Geht vor mir her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutz des Berges, siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen, so daß sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht: Nun hab ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, so daß nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen, denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor, und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt, und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat, und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Da sprach David zu Abigail:
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei deine Klugheit, und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun. Wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz wieder erhoben. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet in seinem Hause wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge, und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, daß er starb. Als David hörte, daß Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, daß er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel, und ihre 5 Mägde gingen hinter ihr her, und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Auch hatte David Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen. Sie wurden beide seine Frauen. Saul aber hatte seine Tochter Michal, Davids Frau, Palti, dem Sohn des Laish aus Galim, gegeben. Kapitel 26. Die Leute von Sif aber kamen zu Saul nach Gibea und sprachen: David hält sich verborgen auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüberliegt. Da machte sich Saul auf und zog hinab zur Wüste Sif und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüberliegt, am Wege. David aber hielt sich in der Wüste auf. Und als er merkte, daß Saul ihm nachkam in die Wüste, sandte er Kundschafter aus und erfuhr, daß Saul gewiß gekommen sei. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hielt, und sah die Stätte, wo Saul lag, mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn Ners. Saul aber lag im innersten Lagerring und das Kriegsvolk um ihn her. Da hob David an und sprach zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Abisai sprach: Ich will mit dir hinab. So kam David mit Abisai in der Nacht zum Lager. Und siehe, Saul lag und schlief im innersten Lagerring, und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen Häupten. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. So will ich ihn nun mit seinem Speer an den Boden spießen mit einem Mal, dass es keines zweiten mehr bedarf. David aber sprach zu Abisai: Tu ihm nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe,
oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. So nahm David den Spieß und den Wasserkrug zu Häupten Sauls, und sie gingen weg, und es war niemand, der es sah oder merkte oder der erwachte, sondern sie schliefen alle, denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen. Als nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, stellte er sich auf den Gipfel des Berges von Ferne, so daß ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief zum Kriegsvolk und zu Abner, dem Sohn Ners, und sprach: Antwortest du nicht, Abner? Und Abner antwortete: Wer bist du, dass du so schreist zum König hin? Und David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann? Und wer ist dir gleich in Israel? Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, deinen Herrn, den König, umzubringen. Das war nicht recht, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, weil ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Nun sieh doch nach, wo der Spieß des Königs ist und der Wasserkrug, der zu seinen Häupten war. Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? David sprach: Es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und sprach weiter: Warum verfolgt denn mein Herr seinen Knecht? Was hab ich getan? Und was ist Böses in meiner Hand? So höre doch nun, mein Herr, der König, die Worte seines Knechts. Reizt dich der Herr gegen mich, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Tun's aber Menschen, so seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich heute verstoßen und nicht an dem Erbteil des Herrn teilhaben lassen und sprechen: Geh hin, diene andern Göttern. So fließe nun mein Blut nicht auf die Erde fern vom Angesicht des Herrn. Denn der König von Israel ist ja ausgezogen, zu suchen einen einzelnen Floh, wie man ein Rebhuhn jagt auf den Bergen. Und Saul sprach: Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe töricht und sehr unrecht getan. David antwortete: Siehe, hier ist der Spieß des Königs. Es komme einer von den jungen Leuten herüber und hole ihn. Der Herr aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde mein Leben wertgeachtet in den Augen des Herrn, und er errette mich aus aller Not. Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst's ausführen und vollenden. Und David zog seine Straße, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Kapitel 27. David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achis, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achis in Gat mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, des Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achis: Hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achis an diesem Tage Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag.
Die Zeit aber, die David im Philisterlande wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achis, und Achis sprach: Wo seid ihr heute eingefallen? So sprach David: In das Südland Judas oder in das Südland der Jerachmeeliter oder in das Südland der Keniter. David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gat kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, und das war seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Und Achis glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel, darum wird er für immer mein Knecht sein. Kapitel 28. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten, um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. Und Achis sprach zu David: Du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im Heer. David sprach zu Achis: Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Achis sprach zu David: So will ich dich zu meinem Leibwächter setzen für die ganze Zeit. Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Lande vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Sunem, versammelte Saul auch ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los, Licht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Getreuen: Sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe. Und Saul sprach: Wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst, und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Das Weib sprach zu ihm: Siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach das Weib: Wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach: Hol mir Samuel herauf. Als nun das Weib merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Was siehst du? Das Weib sprach zu Saul: Ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach: Wie ist er gestaltet? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässest? Saul sprach: Ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum hab ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach: Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist?
Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Da stürzte Saul zur Erde, solang er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und das Weib trat zu Saul und sah, dass er sehr erschrocken war, und sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat deiner Stimme gehorcht, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, als ich die Worte hörte, die du zu mir gesagt hast. So gehorche du nun auch der Stimme deiner Magd. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen, dass du issest und zu Kräften kommst und deine Straße gehen kannst. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Männer und das Weib, bis er auf sie hörte. Und er stand auf von der Erde und setzte sich aufs Bett. Das Weib aber hatte im Haus ein gemästetes Kalb. Das schlachtete sie eilends und nahm Mehl und knetete es und backte ungesäuertes Brot und setzte es Saul und seinen Männern vor. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen fort noch in der Nacht. Kapitel 29. Die Philister aber versammelten ihr ganzes Heer bei Afek, und Israel lagerte sich an der Quelle bei Jesrael. Und die Fürsten der Philister zogen daher mit ihren Hundertschaften und Tausendschaften, David aber und seine Männer zogen hinterher mit Achis. Da sprachen die Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Achis sprach zu ihnen: Das ist David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun bei mir gewesen ist, Jahr und Tag. Ich habe nichts an ihm gefunden seit der Zeit, da er abgefallen ist, bis heute. Aber die Obersten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm: Schick den Mann zurück. Er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm angewiesen hast, damit er nicht mit uns hinziehe zum Kampf und unser Widersacher werde im Kampf. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen unserer Männer? Ist das denn nicht derselbe David, von dem sie sangen im Reigen: Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000? Da rief Achis David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für redlich, und dass du mit mir aus- und einzögest im Heer, gefiele mir gut, denn ich habe nichts Arges an dir gespürt seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis heute. Aber du gefällst den Fürsten nicht. So kehre nun um und zieh hin mit Frieden, damit du nicht tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. David aber sprach zu Achis: Was hab ich getan, und was hast du gespürt an deinem Knecht seit der Zeit, da ich dir gedient habe bis heute, dass ich nicht mitziehen darf und kämpfen gegen die Feinde meines Herrn, des Königs? Achis antwortete David: Ich weiß es wohl, denn du bist mir lieb wie ein Engel Gottes. Aber die Obersten der Philister haben gesagt: Lass ihn nicht mit uns hinaufziehen in den Kampf. So mach dich nun früh am Morgen auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch früh am Morgen auf und zieht weg, sobald es Tag ist. Da machten sich David und seine Männer früh am Morgen auf, um wegzuziehen und ins Philisterland zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jesrael. Kapitel 30. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt, und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren,
erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, Nabals, des Karmeliters Frau. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Ephod her. Und als Abjatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen, und werde ich sie einholen? Er sprach: Jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber und 400 Mann jagten der Schar nach. Die 200 Mann aber, die zurückblieben, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde. Den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken, und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich. Denn er hatte in 3 Tagen und 3 Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Zu wem gehörst du, und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in Juda und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinführen zu dieser Schar. Und er führte ihn hin. Und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen und tranken und feierten ein Fest wegen all der großen Beute, die sie mitgenommen hatten aus dem Philisterland und aus Juda. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, so daß keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern. Die stiegen auf die Kamele und flohen. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen, und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute, noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück, und nahm die Schafe und Rinder, und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen: Das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen, und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren. Und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben, sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an. Und er machte es zu Satzung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und als David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ sagen: Da habt ihr ein Segensgeschenk aus der Beute der Feinde des Herrn, nämlich denen zu Bethul, denen zu Ramoth im Südland, denen zu Jattir, denen zu Arara, denen zu Sifamoth, denen zu Eshtemoa, denen zu Karmel, denen in den Städten der Jerachmeeliter, denen in den Städten der Keniter, denen zu Horma, denen zu Bor-Aschan,
denen zu Attach, denen zu Hebron und allen Orten, wo David mit seinen Männern aus- und eingegangen war. Kapitel 31. Die Philister aber kämpften gegen Israel, und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan und Abinadab und Melchishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul, und die Bogenschützen fanden ihn, und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: »Zieh dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir.« Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tag. Als aber die Männer Israels, die jenseits der Ebene und gegen den Jordan hin wohnten, sahen, dass die Männer Israels geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie die Städte und flohen auch. Da kamen die Philister und wohnten darin. Am andern Tage kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern, und fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. Da hieben sie ihm sein Haupt ab und nahmen ihm seine Rüstung ab und sandten sie im Philisterland umher, um es zu verkünden im Hause ihrer Götzen und unter dem Volk. Und sie legten seine Rüstung in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie auf an der Mauer von Beth-Shean. Als die Leute von Jabesch in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle streitbaren Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Beth-Shean und brachten sie nach Jabesch und salbten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter dem Tamariskenbaum bei Jabesch und fasteten 7 Tage.